Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, wir haben heute zwei Präsidenten, also das ist auch selten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst herzlichen Dank für die guten Wünsche, auch für die Zeit danach. Also noch bin ich ja da und ein Hobby habe ich schon danach. Ich werde nicht Petitionen schreiben. Ihr werdet euch umgucken, was ihr von mir alles so kriegt. Und dann werde ich genau beobachten, wer wie votiert und wie lange das alles dauert. Also, ihr werdet mich nicht so schnell vergessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir hatten im letzten Jahr ein erfolgreiches Jahr für den Petitionsausschuss. Wir haben von den Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen für unsere Arbeit erhalten. Vertrauen für Politiker im Petitionsausschuss. Und welche Politiker kann schon sagen, ich habe Vertrauen, wir haben es gehabt. Und über 11.000 Leute sind zu uns gekommen mit ihrem Problem. Das ist schon etwas. Und ich bitte einfach mal viele Kollegen da unten hier aufzuhören, schlecht zu reden. Wir wollen mehr, wollen dies, wir wollen alles so. 11.000 Leute kamen zu uns mit ihrem Problem und es ist eine große Anerkennung. Täglich 44 Bürgeranliegen, die wir bekommen. Und es ist ein gutes Zeichen und dafür herzlichen Dank allen. Dass wir einen leichten Rückgang haben, das ist von mehreren schon gesagt worden. Wir müssen es aber auch mal von verschiedenen Seiten sehen. Wir haben jetzt das Niveau der Petitionen wieder wie vor 1990. Da waren die Zahlen generell zwischen 10.000 und 13.000 in Deutschland, in der alten Bundesrepublik. Und wir hatten dann einen erheblichen Anstieg nach der Wende 1990. Das kann man auch erklären durch die deutsche Einheit. Wir hatten viele Probleme in Ostdeutschland, die im Einigungsvertrag nicht alle geregelt worden waren. Wir hatten Probleme bei Renten, bei Treuhandproblemen, wir kennen das alle. Da hatten wir einen Anstieg, der war im Spitzenjahr 23.000. Das war ein Niveau, was natürlich auch die Kapazitäten von uns, vom Ausschussdienst, an die Grenzen gebracht hatten. Und deswegen sehe ich es nicht negativ, wenn wir seit 2010 einen leichten Rückgang wieder haben, von 16 jetzt auf etwa 11.000. Wir sind, ich sage es mal so, wieder gesamtdeutsch wie vor 1990 angekommen von der Anzahl der Petitionen. Wir müssen bei dem Rückgang natürlich auch noch andere Sachen mit beachten. Wir haben in den letzten Jahren eine totale Zunahme in Deutschland an Bürgerbeauftragten und Ombudsmännern. Die haben eine hohe Sachkompetenz, sind in einem ganzen bestimmten Gebiet installiert, wo sie ihre Themen bearbeiten. Die Bürger vertrauen ihnen, sie gehen eben dann zum Beauftragten der Versicherung oder der Krankenkassen oder wo auch immer. Und ich habe gestern mal ein bisschen versucht zu recherchieren. Wir haben in Deutschland zurzeit etwa 70 Bürgerbeauftragte und Ombudsleute in verschiedenen Instanzen. Da die eben auch alle Stöße bekommen, ist es ja logisch, dass woanders das weniger werden muss. Von privaten Plattformen ist eine ganze Reihe schon gesagt worden, ich will es nicht wiederholen, ich bleibe dabei. Das sind Mogelpackungen, die Bürgern etwas versprechen, was sie nicht halten können. Und Kollege Paschke, eine Verbindung zwischen privaten Plattformen und uns, dass die sammeln und wir bearbeiten, kann es garantiert nicht geben. Dann sollen die Leute gleich zu uns kommen, dann machen wir das ordentlich oder auch nicht. So. Der Bürger hat das Recht und die Freiheit zu entscheiden, wo er hingeht. Wenn er ihm sagt, ich gehe zur privaten Plattform, dann macht er das. Wenn er zu uns kommt, kommt er zu uns. Und wenn er zu einem Beauftragten irgendwo geht, macht er eben das. Wir müssen dafür arbeiten, dass unser System, wir haben es schon gesagt, verbessert wird, indem wir für unser System werben, das mehr im Mittelpunkt stellen, in der Öffentlichkeit besser vermarkten. Wir müssen erreichen, dass wir mit positiven Fällen mehr in die Presse kommen. Ich weiß, wie schwer das ist. Wir müssen einfach unsere Vorteile mehr darstellen. Dazu gehört auch ein benutzerfreundlicher Internetauftritt, der zurzeit aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß ist. Hier muss eine ganze Reihe passieren. Unser Qualitätsmerkmal darf nicht sein, die Anzahl der Petitionen, die eingehen, sondern einfach die Bearbeitung der Petitionen, wie schnell sind wir und wie erfolgreich sind wir. Und wenn wir in den letzten Jahren im Schnitt zwischen 40 und 45% positiv hatten, ist das schon eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir noch einige persönliche Anmerkungen zu meiner Arbeit im Petitionsausschuss. Als ich 1998 im Bundestag kam, wollte ich damals in den Innenausschuss gehen. Ich komme aus einer Grenzregion, wollte also Innenausschuss. Sicherheit war mein Thema gewesen. Das habe ich auch geschafft. Aber da kam dazu, du musst auch im Petitionsausschuss gehen. Ich habe damals gar nicht genau gewusst, was da alles dazugehört. Und erfahrene Kollegen haben mich gewarnt. Die haben gesagt, dort hast du einen riesigen Arbeitsaufwand. Dort gibt es komplexe Themen. Du musst dich rein vertiefen in die letzte Verästelung der ganzen Gesetzgebung in Deutschland.
Und wir empfehlen dir, das nicht zu machen. Ich habe das trotzdem gemacht. Ich musste es ja machen, weil ich einen anderen Ausschuss haben wollte. Und ich kann nach 19 Jahren sagen, ich habe das nicht bereut. Ich möchte keines der 19 Jahre missen, wo ich Petitionen bearbeitet habe. Es waren alles spannende Themen, eine Themenvielfalt von allen möglichen. Und es hat immer wieder Spaß und Freude gemacht, sich um Probleme von Menschen zu kümmern, hineinzuversetzen und ihnen in irgendeiner Form helfen zu können. Ich habe in 19 Jahren immerhin 3 verschiedene Koalitionen erlebt. Also ich war auch schon mal Opposition, muss man alles wissen. Ich habe 4 Vorsitzende erlebt, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, das ist halt so. Und immerhin 7 Unterabteilungsleiter vom Ausschussdienst. Das ist der 7., den ich aushalten muss, da hinten. Also, das ist schon eine ganz schöne Zeit, die man da erlebt hat. Das Fazit bleibt für mich, es waren gute, erfolgreiche Jahre. Und wie gesagt, wir haben viele Fälle parteiübergreifend zwischen den verschiedenen Kollegen klären können. Wenn man ehrlich zueinander ist und sagt, wir wollen das machen, aus den Gründen hat das auch immer funktioniert. Und deswegen allen einen ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich bei allen Mitgliedern im Petitionsausschuss herzlich bedanken für die Zusammenarbeit. Es war meistens angenehm, auch mal streithaft, das ist kein Problem. Aber immer hat jeder versucht, im Interesse des Bürgers etwas zu erreichen. Einen herzlichen Dank auch meinen eigenen Büro, meinen Mitarbeiterinnen, die immer super zu mir standen. Ohne so eine Truppe geht es ja gar nicht. Wenn man in der Woche 25, 30 Petitionen im Büro hat, dann geht es einfach gar nicht anders. Die Kunst war für mich immer zu unterscheiden, was ist ein echtes Bürgerproblem, die unsere Hilfe brauchen, und was kann man mal etwas schneller vom Tisch runterschieben. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Wir haben nicht nur Bürgerversagen zu bearbeiten, sondern es ging eben auch, also Behördenversagen, sondern es ging auch um moralische Themen. Wir haben eine Reihe von Petitionen gehabt, die rein gesetzlich wir hätten ablehnen müssen, aber moralisch wir gesagt haben, das geht einfach nicht, wir müssen uns hier reinversetzen. Ich denke da an unsere Frau, die in Afghanistan einen Ehepartner verloren hat, wir am Ende etwas erreicht haben, dass das finanziell geklärt werden konnte. Ich erinnere mich gerne an riesengroße Petitionsfälle, die über Jahre hinweg gingen. Wenn ich an das Postleitzahlenbuch denke, in der 14. WB, was die Post nicht mehr auflegen wollte und auch Druck von uns da wieder gemacht hat. Ich denke gerne zurück an einen Unternehmer in Chemnitz, der nach fast 20 Jahren Entschädigung bekommen hat für seinen Betrieb, der ihn nicht wieder übertragen wurde. Das Edertal-Museum in Hessen, wo wir vor Ort waren, erreicht haben. Ich denke an Prora, wo wir vor Ort erreicht haben, dass ein Museum heute noch besteht, was eigentlich schon platt gemacht war. Heimkinder, Bombodrom, Antennengemeinschaften, die jetzt wieder Rückenwind bekommen von Bundesrat, also Themen, die nach 12 Jahren wieder Licht sehen, also immer angenehme Ereignisse. Zurzeit liegen 3 große Themen noch vor uns. Das sind, Frau Willer, die HCV-Infizierten, die wir auf jeden Fall machen wollen. Schiffsuntergang Beluga, wo wir uns rein vertiefen und nicht einfach hinnehmen, was passiert ist. Und die Radioidentifikationschips, wo wir auch gerne klären, dass jeder weiß, was er wirklich gekauft hat, ob er noch irgendwelche Kontrolle unterliegt. Wichtig ist aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen bei Petitionsbearbeitung ehrlich sein. Bürgern was versprechen und lange hinzuhalten, hilft überhaupt nicht. Wir müssen auch in irgendwelchen Fällen mal sagen, das geht nicht mehr, die Zeit ist vorbei, wir müssen abschließen. Und deswegen, Ehrlichkeit ist ganz entscheidend. Ich denke an die Rentenfälle, die Sondersysteme der DDR, die ewig hinzuschieben, mit 109er Verfahren über zig Wahlperioden, hat den Bürgern Hoffnung gemacht, die wir niemals erfüllen konnten. Ich glaube, das ist auch keine Lösung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist von verschiedenen heute von Veränderungen gesprochen worden. Lebendige Demokratie, wir müssen Reformen durchführen. Reformen wurden angemahnt. Und gestatten Sie mir einfach nach meiner langen Zeit, wo ich dabei bin, dass ich 4 Vorschläge für Reformen unterbreite heute. Die werden nicht bei allen Beifall hervorrufen, da bin ich mir davon überzeugt. Aber ich bin der letzte Redner, da kann keiner widersprechen. Und deswegen mache ich das trotzdem mal ganz gerne. Und ich beginne mal erstes mit den öffentlichen Sitzungen vom Petitionsausschuss nach 4 Wochen 50.000 Unterschriften, manchmal haben wir es auch bei weniger Unterschriften, was wir gemacht haben. Ich möchte einfach heute sagen, das ist für mich eine Sache, die wir einstellen sollen in der nächsten Wahlperiode, überhaupt nicht mehr durchführen, weil das eine Ungleichbehandlung der Bürger ist. Die Bürger und die Petition haben ein Recht, nach dem Grundgesetz gleich behandelt zu werden.
Mit welchem Recht tun wir eine Petition, die 50.000 Unterschriften durch eine vernetzte Gruppe erreicht hat, öffentlich behandeln und der Bürger, der mit seinem Rentenfall alleine kommt und alleine unterschrieben hat, wird im normalen Verfahren bearbeitet. Ich bin für eine Gleichbehandlung und deswegen würde ich gerne dem nächsten Petitionsausschuss vorschlagen, dies zu beenden. Das zweite Thema, was ich habe, 15% unserer Kraft stecken wir, zumindest einige von uns, in das Thema Vielschreiber. Das sind Petitionen, die anonym sind, verworren, beleidigend, oft ohne jeden Inhalt, die trotzdem ein komplettes Verfahren kriegen mit Bearbeitung. Diese Kraft sollten wir anderweitig einsetzen. Und ich würde den nächsten Petitionsausschuss versuchen, heute mal anzusprechen. Es muss eine Definition erarbeitet werden, was ist eine Petition und was ist keine, die uns nur mit irgendwelchen Sachen einfach beschäftigt. Artikel 17 Grundgesetz uneingeschränkt erhalten bleiben, aber wer einfach einen Satz schreibt, irgendwas von sich gibt, soll man überlegen, ob das eine Petition ist. Mein dritter Vorschlag ist, wir sollten darüber nachdenken, das ist nicht mein Vorschlag, das stammt noch von Siegfried Kauder aus früheren Zeiten, wir sollten versuchen, dass der Petitionsausschuss einen Härtefallfonds bekommt, einen eigenen Fonds, wo er Geld hat. Und bei Fällen, wo gesetzlich keine Hilfe möglich ist, dass dort wir moralisch mit einem kleinen Betrag jemand sagen können, wir helfen dir, wie der Bundespräsident oder manche andere haben auch so einen Fonds, eben dort mit dem Geldbetrag sofort Hilfe leisten können, dass die merken, jawohl, hier reagiert einer und hilft mir. Mein vierter Vorschlag, wenn ich noch, Frau Präsidentin, darf von der Zeit, ich beeile mich auch jetzt hier. Wir haben bei der Analyse der Bearbeitung von Petitionen in Europa, in der EU, in allen Ländern Europas und auch in Deutschland, in den Bundesländern festgestellt, es gibt verschiedene Systeme und es gibt an den meisten Stellen neben Petitionsausschuss einen unabhängigen Bürgerbeauftragten oder Ombudsmann. Man muss sich damit beschäftigen, welche Aufgabe haben die, was leisten die im Vergleich zum Petitionsausschuss. Einfach sagen, das brauchen wir nicht, wir sind ja auch da, sollte man nicht machen. Ich habe mich umfangreich damit beschäftigt, habe mir die Arbeit angeschaut in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, in Thüringen, Schleswig-Holstein, seit Kurzem auch in Baden-Württemberg, wo es diese Leute gibt. Und ich sehe das absolut positiv. Wir hätten die Anonymität des Gremiums Petitionsausschuss wäre weg durch eine bekannte Persönlichkeit, das ist der Bundesbürgerbeauftragte. Wir hätten die Unabhängigkeit von Wahlperioden, von Politik, von Fraktionen, was heute mehrmals angemahnt worden ist. Ihr müsst ja nach Koalitionsvertrag machen. Wir hätten eben diese neutrale Person dastehen, der eben ständig da, wenn hier an Wahlperioden gebunden ist. Ich sehe große Vorteile im Nebeneinander mit dem Petitionsausschuss. In Bundesländern klappt das hervorragend. Und ich würde ja auch als Hilfsorgan des Parlaments sehen, ich sage mal im Vergleich zum Wehrbeauftragten oder vielleicht auch dem Bundesrechnungshof. Der Bürgerbeauftragte kann ein niederschwelliger Ansprechpartner für Bürger sein, Moderator, wie auch immer, also als Ergänzung zu unserer Arbeit. Ich denke einfach, der nächste Bundestag soll darüber nachdenken, ob man dies neben dem Petitionsausschuss installiert, ohne den Petitionsausschuss natürlich zu entmachten. Ich stehe zu unserem Petitionswesen, habe nach 19 Jahren Bürgeranliegen nur positive Erfahrungen gemacht. Trotzdem, über Veränderungen muss man nachdenken. Die Zeit ist so. Wir brauchen durch das Entstehen privater Plattformen neue Ideen für Bürgernähe und für unsere Arbeit. Nehmen Sie einfach die Ideen eines scheidenden Abgeordneten nach 19 Jahren als Denkanstöße mit Ihrer neuen Arbeit. Herzlichen Dank allen für die Zusammenarbeit und wünsche allen, die wiedergewählt werden, hoffentlich im Petitionsausschuss alles Gute. Danke. Lieber Herr Kollege Baum.